dieser Perspektive, dass die Altacher mit einer Fünferkette spielen. Also Schreiner rückt da ganz zurück und Karic etwas nach innen. Und jetzt rücken die Salzburger in die Offensive und gehen in Minute 5 mit 1:0. Er bringt den Ball nochmal in den 16er auf Janik. Situation noch irgendwie am Leben. Schreiner jetzt nicht mehr. Keuter. Strafraumbeherrschung, das ist schon faszinierend. Mit 1,86 würde ich mal sagen, durchschnittlich groß für einen Torhüter. Aber ungemein abgebrüht, so wie auf Salzburg in der Offensive. Der war gut und der passt! Landet im Tor. Oh, gefährlich von Palmer Brown. Keuter holt sich den Ball. Vortrag über Hicham Wang. Gute Idee hier, nochmal an Palmer Brown vorbeizugehen, aber hat nicht ganz funktioniert. Wöber, gutes Zuspiel. Okugawa, keine Abseitsposition. Und da ist Keuter! Und dieser Strafstoß, der sitzt, der passt und Haaland überließ Keuter die Möglichkeit, ein Tor zu erzielen. Und das macht er auch. Der fünfte Dreh. 2015 nach Italien, so um 19 von Palermo gewechselt. Da ging es dann nicht lange. Nach einem Jahr ist er wieder zurückgekommen. Und dann vom SV One nach Linz gekommen. So, jetzt haben wir hier Keuter. Und der macht das. Also das sind dann so Kleinigkeiten, wo du in Führung gehen kannst, wo du ein Spiel gewinnen kannst. Jetzt haben wir noch eine Chance. Adeyemi könnte da zum 3:0 erhöhen. Es macht fast Daka und ein wunderschönes Tor. Was ist mit dem Jungen los? Erklär's uns, Ladi. Ja, Wang nimmt wieder mal Tempo auf. Da sind zwei Abspielstationen auf der Seite und jetzt ist Keuter nicht im Abseits. Und jetzt macht er... Wir eben das Verletzungspech noch kurz angesprochen haben. Pongracic bei Salzburg hat sich leider schon wieder eine Muskelverletzung zugezogen. Jetzt kommt Haaland und Salzburg. Nachgespielt. 4 Minuten trennen den WRC noch vor der Europa-League-Gruppenphase. Vor der Europa-League-Gruppenphase. Guter Einsatz von Ritzmeier. Schnell geht's. Friesenbichler 1 gegen 1. Keuter stolpert sich in den Strafraum. Und Ritzmeier. Technisch gut gelöst. Keuter genauso. Gut läuft der Ball. Lindl. Pohľad aj na lavičku domáceho týmu, hostujúceho týmu, ktorý sa teraz môže radovať. Setzt sich gegen Grozurek durch. Erstmal so ein Ball, Keuter, vorbei am Gegenspieler und dann macht Seku Keuter das 1:1. Ja, Keuter gewinnt das Kopfball und dann auch den zweiten Ball. Vorbei am Adler. Ach, und dann ins Seku Keuter, das macht er wunderbar und es gibt Elfmeter für den Wert. Ausgleich. Das ist der Ausgleich mit ja, und auch das. Ja, auf den Rückpass hat er schon gelauert. Seko Koita hat das gut an. Sind aber trotz allem sehr, sehr ballsicher. Und ja, den Juniors tut es weh, immer ohne Ball laufen zu müssen. Und da im richtigen Moment, so wie jetzt Dembélé, ein Spiel ins Zentrum. Steht schön super für Koita. Der legt sich den Ball auch wunderbar vorbei an den Gegenspielern. 2:0 für den FC Liefering hier nach einer halben Stunde.